Hallo ihr Lieben, hier ist Schmusi Puh mit einem neuen Video und ich wollte euch heute mal ein bisschen mitnehmen, denn ich besuche heute eine andere Reborn-Mama. Ja, da freue ich mich schon total drauf. Und hier der kleine Hosenmax, der Liam Anthony, der wird mich begleiten. Den habe ich schon soweit fertig angezogen. Ja, und jetzt wartet er hier, bis ich ihn dann in die Decke einpacke. Und nein, vorher ziehe ich ihm natürlich auch noch was an. Und zwar die Mütze hier. Ziehe ich ihn dann gleich noch an. Und diese super süße Jacke hier, die kuschelige Jacke mit der Kapuze und den Öhrchen. Ja, und ich bin schon ganz aufgeregt, das merkt ihr bestimmt. Wie gesagt, ich freue mich total drauf und die andere Reborn-Mama freut sich auch schon, dass wir heute mal wieder schwatzen können und ja, Nachmittag zusammen verbringen können. Das war unser Hund. Die Julie ist auch hier. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Ich werde euch dann so ein bisschen mitnehmen. Ich weiß nicht genau, ob ich da filmen darf. Das muss ich dann noch abklären. Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn wir soweit fertig sind, angezogen sind. Also angezogen bin ich, aber ich meine jetzt Jacke und der Kleine auch, wenn der soweit fertig ist. Und dann melde ich mich nochmal, wenn es dann losgeht. Ja, ansonsten, wie gesagt, muss ich gucken, was ich filmen kann, darf. Und dann werde ich euch natürlich auch gerne noch mitnehmen heute durch den Tag. Ja, das war's dann erstmal. Dann melde ich mich gleich nochmal. Bis gleich, ihr Lieben. So, hallo ihr Lieben. Ich bin's nochmal. Ja, der Kleine ist jetzt angezogen, gestiefelt und gespornt für gleich. Ja, denn gleich geht's los. Dann fahren wir zu der anderen Reborn-Mama. Ja, es dauert nicht mehr lange. Und dann gucke ich mal, was ich noch filmen kann und wann ich euch noch mal mitnehmen kann. Vielleicht kurz bevor wir losfahren. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ja, das wollte ich euch nur noch mal eben zeigen, wie süß der kleine Liam Anthony aussieht in seiner Kuscheljacke. Der hat hier so richtige Taschen und Öhrchen hier oben. Und da habe ich ihm noch eine Mütze angezogen, weil es doch recht frisch schon. Gott sei Dank regnet es heute nicht. Das wäre schade. Es ist schönes Wetter heute noch. Die Sonne geht zwar immer mal weg, aber es hält sich eigentlich ganz gut. Ja. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal wieder. Und dann bis später nochmal. Hallo, ihr Lieben. So, jetzt bin ich hier. Ich bin ja bei der lieben Tante Gabi heute zu Besuch. Und die liebe Tante Gabi hat den Liam Anthony schon so süß hier hingelegt. Ja, die war schon ganz begeistert von dem Kleinen. Und ja, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich jetzt angekommen bin. Und wir machen jetzt uns einen schönen Nachmittag hier. Ja, ich werde mich dann zwischendurch noch mal melden. Ne? Dann bis gleich, ihr Lieben. So, meine Lieben, wir sind jetzt mal oben hier in diesem schönen, ja, in der Nursery, ne? Von der lieben Tante Gabi. Zeige ich mal die Mäuse hier. Gucken, ob das Video nachher überhaupt was wird. Hier liegt der Liam. Das ruckelt so komisch. Und da liegt der kleine Stefan, ne? Mhm. Ja. Den muss ich mir gleich auch noch mal krallen. Hier, den süßen Hosenmatz. Der liegt hier so schön in seinem Bettchen. Ganz ruhig ausdecken. Dann siehst du doch da viel mehr von. Oh, was eine schöne Decke. Und die ist so flauschig. Hat er so schicke Schuhe an. Wow. Hm? Kleiner Mann. So. Guckt. Und sein Häschen hier. Mhm. Kuscheln. Ein bisschen aufeinander abbestimmen. Ja. Und hier, das ist die Maya, ne? Mhm. Die große. Mit ihrem Baby.
Die hat auch ein Baby im Arm. Schmeiß das Kissen wieder rein, dann siehst du sie. So. Da. Hm. Kann sie mal winken. Und die schöne Lampe. Richtig schön ist es hier, ne? Kann man dich mal wieder zudecken. Och, der hat aber süße Schuhe an hier. Ui, der ist ja klasse. Das hast du selber genäht? Ja. Toll. Ja, merkt man schon, ne? Obwohl, meine Schwiegermutter kann auch gut nähen. Und die hat das auch nicht gelernt. Das auch nicht. Ja, das, ne? Habe ich nicht, das ist einfach nur Rüsche, ne? Ja, schön. Richtig toller Stuhl. Den hätte ich gerne in weiß gehabt, aber ich habe ein Geschenk gekriegt in der Farbe. Und umstreichen möchte ich ihn nicht unbedingt. Na, wieso? Der ist doch schön so. Aber in weiß sähe der noch besser. Ja, gut, aber. Sehr, sehr schön. Hier ist der Wickeltisch. Ja, der kleine Mann liegt hier. Ja, genau. Gestern hat sie mir hinterhergeschmissen. Alles so schön hier. Eine schöne Ecke hat die liebe Tante Gabi sich hier gemacht. Ja, dann mache ich jetzt mal wieder auf Pause. Ich melde mich dann später nochmal. So, ich wollte die beiden Süßen nochmal zeigen hier. Liam Anthony und den kleinen Stefan. Die beiden liegen hier ganz friedlich auf dem Wickeltisch. Ja. Das können wir ändern. Von wegen friedlich, damit ja. Geboxt. Ja, genau. Oder die boxen sich, genau. Ja, er hat ja schon eine Faust, ne? Er übt ja schon. Ja, ja. Oder wir machen es so, guck mal. Hat er im Arm. Einmal im Ärmchen. Genau. Zwei, die sich angefreundet haben, ne? Mit dem ja. Zwei süße Buben hier. Ja, das gefällt euch, ne? Die zwei hier. So, ihr Lieben, ich bin es nochmal. Wir machen uns jetzt gleich auf dem Heimweg und dann werde ich das Video hier beenden. Ja, ich hoffe, das hat alles jetzt geklappt mit dem Video. Und es hat euch dann gefallen. Ja, den kleinen Liam Anthony werde ich gleich wieder anziehen. Und dann machen wir uns, wie gesagt, auf dem Heimweg. Dann verabschiede ich mich erstmal wieder von euch für dieses Video und bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben, eure Schmusipu.